Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, da ist einer vergiftet. Jetzt nicht mehr. Zum Glück. Wir sind immer noch im tollen Pit Dungeon. Der uns weiß Gott, wohin führt. Wow. Ja. Hier war irgendwo der Blob. Das bringt uns nur wieder nach oben. Das ist okay. Falsch. Ja, da müssen wir auch irgendwann rein zu dem Ungoliath. Ups. Ein runder Schlüssel ist schon mal nicht schlecht. Und die Tür öffnet sich. Eine leere Nische. Kann ja fast nicht sein. Ups. Oh. Ein Wurfstern. Und ich dachte, es wird mal wieder dunkel. Ja, hier bei dem Rätsel waren wir ja bereits ein paar Mal. Hier ist noch zu. Den Hebel hatten wir bereits, den Schalter auch. Da dürfen wir nicht hin. Ups. Das hat uns jetzt gerade ziemlich komisch gedreht. Okay, das bringt uns nur wieder nach oben. Das bringt uns auch wieder nach oben. Okay. Das bringt uns auch wieder nach oben. Na. Pit, mailst du mich auch? Nein, das war auch wieder falsch. Ich muss mal versuchen, da rückwärts zu gehen. Fast. Das hat hier aufgemacht. Ach so, das hat hier die Verbindung aufgemacht. Das habe ich wieder nach oben gebracht. Oh. War hier schon immer zu? Jetzt bin ich wieder hier. Okay, wo bringt mich das hin? Das bringt mich. Dahin.
Ich mache immer mehr Secrets auf. Da wollte ich nicht hin. Oder? Wollte ich hier hin? Ich denke einfach mal, dass ich hier hin wollte. Ja, hier bin ich wieder an meinem Anfang. Da wollte ich nicht hin. Der Weg ist nicht neu, der führt mich hier hin. Den Knopf hatten wir auch schon, soweit ich weiß. Der macht nämlich oben etwas. Ein Round Key. Ich würde aber noch gerne an die Tasche dran kommen. Das hat mich hochgeportet. Das hat mich wieder hochgeportet, weil ich einfach nicht aufgepasst habe. Ja, das hier ist das Problem halt. Ich komme nicht so einfach an die Tasche ran. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo noch was... Ah, da ist, glaube ich, was aufgegangen. Ja, stimmt. Da hinten ist was aufgegangen. Aber da ist ein Schleim. Das war nicht das, was ich erreichen wollte. Okay. Ich denke, ich nehme jetzt mal den Weg hoch wieder. Gehe ganz vorsichtig an diesen Dingern hier lang. Zurück zum Kristall, dass ich wieder hochgeheilt bin. Weil solange ich in diesem Rätsel rumirre, benutze ich kein Essen. Achso, ja, bei dem... klappt das ja leider nicht. Boah. Ein Eis klappt aber. Das war die falsche Taste. So, du bist wieder eisig. Hey, diesmal klappt das Eisen irgendwie besser. Mhm. Oh. Hi. Ah, Hilfe. Ich will keinen bösen Feuerball ins Gesicht. Würdest du bitte näher kommen? Danke. Du hast keinen Zunder mehr, das ist nicht so schön.
Müssen es die drei regeln. Was knapp werden könnte, wollte ich gerade sagen. Aber hat ja gerade noch mal geklappt. Und war auch genug Zeit, dass der wieder aktiv ist. Gut. Also, ich habe zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ich versuche mal die Fallgruben. Hier. Ja, gut. Da fuck. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe keinen Bock drauf, da zu landen. Das führt mich wohin? Treppe runter, Treppe. Ach so, hier hin. Ja, gut. Gut, aber nee. Ich brauche Schnörkelschlüssel hierfür. Also ich weiß schon mal, darunter springen bringt nichts, weil da land ich hier in dem Bereich. Der bringt mir überhaupt nichts. Hier ist eine Treppe. Achso, hier ist die Treppe. Hier ist das Wichtigste, oder? Weil hier land ich. Bei den drei lande ich hier. Bringt mir jetzt nicht ganz so viel. Ja, da müsste ich wirklich hier runterspringen können. Weil da lande ich hier, da bin ich ja immer runtergesprungen und bin hier gelandet. Wenn, dann muss ich da runterspringen, um hier zu landen. Mhm. Da müsste ich hier was öffnen. Oh, und es ist dunkel. Way. Jetzt bin ich hier. Ich glaube, das bringt mich sogar da irgendwo hin. Ne, die Treppe. Da ist die Treppe. Das heißt, ich lande da und da. Das bringt mir also auch nichts. Aber die Treppe sieht vielversprechend aus. Jo. Für jedenfalls zu Schleim. Vielleicht sollte ich versuchen, diesen Schleim einzufrieren. Böser Schleim. Das Gute ist, er hat nicht viel Trefferstärke. Das Gebiet da sieht abgeschottet aus. Ich hatte übrigens noch irgendwo eine Art Secret, an das ich mich gerade noch erinnere. Ja, hier.
Da muss ich echt mal gucken, ob sich von da irgendwie was öffnen lässt oder ich von da aus rankomme. Okay. Nein. Der Teleporter war schon mal schlecht. An der Wand habe ich schon mal nichts gesehen. Und der bringt mich auch nur nach oben. Okay. Das heißt, ich kann nur da links weiter durch das Fallgitter, was ich jederzeit öffnen und schließen kann, zum Glück. Ich sehe Blob.